Willkommen zu einem neuen Video auf dem Smartass-Kanal. Ich bin Jonas, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir schauen uns heute Guvi Neon Rope Light an, ein Leuchtstreifen aus dem Hause. Wie gesagt, Guvi, man sieht es hier oben an dem typischen Logo mit der blauen Schrift und dem weißen Hintergrund. Und was er kann, wie ein Teil aufgebaut ist, wie der Lieferumfang aussieht, das schauen wir uns nach dem Intro an. Ja, das ist der Guvi Neon Rope Light, ein Neon-Leuchtstreifen. Man sieht es an der Verpackung hier vorne. Er kann verschiedene Farben gleichzeitig wiedergeben. Zum Beispiel könnt ihr die Segmente, die auf dem Leuchtstreifen vorhanden sind, über die Guvi-App einteilen. Zum Beispiel sagen, dass das dritte Segment rot leuchten soll, die dazwischen blau. Und so einen coolen Farbverlauf erzeugen. Ihr könnt von links nach rechts das Licht laufen lassen, was richtig cool aussieht. Vielleicht habt ihr schon mal ein Bild gesehen im Beitrag. Das werden wir gleich zusammen ausprobieren in dem Test hier. Schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Das ist wie gesagt die Vorderseite. Hier sieht man es auch, Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel. Bedeutet, wenn ihr die Guvi Home App habt und ein Alexa oder Google Assistant Gerät habt, könnt ihr das miteinander koppeln und dann auch über Sprache den Leuchtstreifen steuern. Dann hier die Seite. Dann nochmal ein kurzer Blick auf die Rückseite. Also hier stehen auch so ein paar technische Details drauf, die nenne ich euch jetzt nochmal. Der Preis liegt bei 88 Euro ungefähr, 173 Lumen pro Meter, insgesamt sind das dann 519 Lumen, 36 Watt Verbrauch und das ist wie gesagt die 3 Meter Variante. Es gibt ihn auch ab dem ersten Quartal 2022, soll es zumindest soweit sein, in 2 und 5 Metern. Ja, schauen wir uns mal den Lieferumfang an. Das ist der Leuchtstreifen hier, ist so ein bisschen aufgewickelt mit so Klettverschlüssen, dass er nicht aufspringt. Das ist Silikon, das zeige ich gleich nochmal im Detail. Dann habt ihr hier eine Fernbedienung mit dabei, womit ihr den Leuchtstreifen auch ohne App so ein bisschen steuern könnt. Zwar nicht so viele Funktionen wie über die App, aber so könnt ihr, wenn ihr das Handy zum Beispiel mal nicht dabei habt, den Leuchtstreifen zumindest in Betrieb nehmen. Dann habt ihr im Lieferumfang, ich zeige es mal, so eine Tüte mit Halterung mit dabei. Wie das aussieht, sieht man hier. Auf der Rückseite ist ein Klebepad drin oder ein Loch, womit ihr das dann anschrauben könnt. Und damit kann man den Leuchtstreifen, so sieht das aus, kann man den Leuchtstreifen dann fixieren an der Wand oder wo auch immer ihr es haben wollt, dass er nicht abhaut, dass man verschiedene Funktionen oder Figuren einfacher bauen kann und dann ihn halt zumindest an verschiedenen Punkten besser langlegen kann. Und das finde ich relativ gut gemacht, dass bereits im Lieferumfang so eine kleine Halterung mit dabei sind oder wie gesagt, schraubt das einfach mit dem Loch an der Wand oder irgendwo hinter fest, könnt ihr dann ebenfalls einklicken. Der Leuchtstreifen, ich mache ihn mal auf, ist 3 Meter, also das ist jetzt die 3 Meter Variante, wie angesprochen, relativ lang sind das ja schon 3 Meter und extrem biegsam. Ihr seht, ich kann das Ding einfach komplett mal einwickeln, drehen, oder auch biegen, sehr enge Radius sogar. Und das ist halt richtig cool gemacht. IP67 zertifiziert, bedeutet bis zu 1 Meter unter Wasser für 30 Minuten ist kein Problem. Falls ihr den Leuchtstreifen auch mal draußen oder auf dem Balkon im Einsatz habt, könnt ihr dort ebenfalls richtig coole Effekte zaubern. Buntes Licht oder auch Weißtöne, das kann der nämlich auch. Macht also nichts aus, wenn es mal regnet, es schneit oder halt Shitwetter draußen ist. Das ist also kein Problem für den Leuchtstreifen. Und so könnte man jetzt auch ganz gemütlich irgendwelche Figuren zaubern. Jetzt klar, ein kleiner Radius, hier so ein Herz oder sowas. Und das kann man dann, wie gesagt, mit 3 Metern richtig gut an der Wand machen. Dann habt ihr natürlich noch das Netzteil mit dabei, also um den Leuchtstreifen überhaupt zu betreiben. Das soll es erstmal zum Lieferumfang sein. Ist jetzt nicht so spannend, kann man sich ja vorstellen, was da mit drin ist. Ich werde ihn jetzt mal anlernen, dann schauen wir uns dann mal über die Guvi-App, was man alles mit dem Leuchtstreifen machen kann. So, ich habe den Leuchtstreifen jetzt mal angesteckt. Lass uns mal zusammen einen Blick auf die Fernbedienung werfen, auf die hier vorne, die ich am Anfang des Videos ja vorgestellt hatte, beziehungsweise angesprochen hatte. Was er jetzt machen könnte mit der obersten Taste, dazu mache ich die andere Beleuchtung mal mit aus. Also die oberste Taste hier kann man den Leuchtstreifen ein- und ausschalten. Schaut mal genau hin. Ein- und ausschalten, geht in der letzten Einstellung wieder an, wie er eingestellt war. In der Mitte, werfen Blick auf den Leuchtstreifen, kann man verschiedene Farben durchgängig durchschalten. Das wäre zum Beispiel lila, weiß, also gelb, rot, gelb.
Türkis, Grün und so weiter, Blau. So kann man verschiedene Farben direkt über die Fernbedienung durchschalten. Und ganz unten könnt ihr die Sprachsteuerung sozusagen aktivieren. Deutet über das Mikrofon, was hier vorne drin ist, dieser kleine schwarze Knopfpunkt. Ich hoffe, man sieht das. Kann man jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt spreche, soll der Leuchtstreifen in einer Farbe durchgeschaltet werden. Drücke ich nochmal drauf. Es ist so ein Segmentbereich, der leuchtet. Drücke ich nochmal drauf, blitzt das so ein bisschen. Also so kann man verschiedene Modis durchschalten, wenn ihr die Sprache steuern wollt. Jetzt lasst uns mal zusammen in die Goovy-App rübergehen. Dazu lege ich den Leuchtstreifen mal auf den Boden, damit man auch mal die einzelnen Segmente besser sieht. Dann gehen wir zusammen in die Goovy-App rein. Ich habe ihn jetzt schon mal angelernt. Ihr seht es ja oben, Goovy Neon habe ich ihn genannt. Jetzt könnte man über den Musikmodus schon mal sagen, der Leuchtstreifen soll entsprechend der Stimme leuchten oder Musik. Könnt man verschiedene Funktionen einwählen. Hier Rollen zum Beispiel. Ihr seht, wenn ich nicht spreche, dann ist der aus. Trennung. So kann man die verschiedenen Funktionen mal durchschalten, ganz einfach. Hüpfen. Sieht auch ganz cool aus, wenn die verschiedenen Farben so ein bisschen hüpfen. Klaviertasten. Das heißt, so ein bisschen druckmäßig. Brunnen. Geht von innen nach außen, sieht zumindest so ein bisschen aus. Tag und Nacht. Also das ist verschiedene Funktionen, die ihr über das integrierte Mikrofon an den Controller nutzen könnt. Sprießen und glänzend. Interessant wird, wenn man jetzt sagt, man möchte Farbe auswählen. Und hier kann man jetzt selber festlegen, wie die Farbe aussehen soll. Jetzt ist alles blau. Jetzt sage ich, jedes zweite Segment bis zur Mitte möchte ich die Farbe grün haben. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus. Jetzt kann ich sagen, hier, das heißt, die andere muss ich jetzt wieder abwählen, sonst überschreibe ich diese Funktion. Jedes zweite Segment von hier bis da möchte ich die Farbe, das nehmen wir da, gelb haben. Das heißt, jetzt habe ich hier einen Farbverlauf schon mal mit einzelnen Segmenten von blau, grün und gelb. Jetzt könnte ich sagen, die, die und die möchte ich noch lila haben. Sieht jetzt schon richtig cool aus. Und jetzt kann man auch sagen, die einzelnen Segmente sollen nicht einzeln ausgeleuchtet werden, sondern ich möchte eine Gradient-Funktion haben. Bedeutet, Moment, das war falsch. Hier oben komme ich wieder zurück. Ich möchte Gradient haben, das heißt, die Farbverläufe sollen so ein bisschen übereinander rübergehen. Ist natürlich schwer, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt blau und gelb nebeneinander, dann funktioniert das Gradient natürlich nicht ganz so gut. Aber ihr seht, wenn ich drauf drücke, passiert schon ein bisschen was. Der Lightstrip versucht also, die Farben so ein bisschen anzupassen, damit es so einen leichten Übergang gibt. Man sieht es ganz oben in der Mitte, blau, lila, gelb kommt ja da. Wenn ich es ausmache, ist blau und gelb wieder. Können wir natürlich auch die Helligkeit hochstellen oder auch runterstellen. Also kann man ganz einfach die Segmente einzeln anpassen. Wenn ich die alle auswählen, alles auswählen, könnt ihr auch von allen die Helligkeit anpassen und runterstellen. So könnt ihr auch ganz einfach die Farben zusammen einstellen. Bedeutet alle gleichzeitig. Hier noch ein bisschen Intensität einstellen und so kann man in die Goovy App schon richtig cool einstellen, was soll der Leuchtstreifen eigentlich anzeigen. Gradient hier. Dann habt ihr hier verschiedene Szenen, vorgefertigte Szenen. Das wäre jetzt Wald, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Dann nimmt das Licht hoch und runter, Meteor. Und ihr seht, das sieht schon richtig cool aus. Also so kann man über die App wirklich 64 voreingestellte Szenen richtig geil auswählen. Das macht richtig Spaß, hier mit ein bisschen rumzuspielen. Und so einen Lieblingseffekt zu finden. Festival, kann man zum Beispiel Weihnachten auswählen. Ja, also da hat sich Goovy halt gedacht, man erstellt schon vorher so ein paar eigene Szenen, die man direkt auswählen kann. Jetzt so ein bisschen Blitzlicht. Also hier findet bestimmt jeder seine eigene Szene, die er haben möchte. Dann guckt man den Leben-Punkt nochmal an. Süß. Kann auch Alarm auswählen, Spiel. Also kann man halt wie gesagt verschiedene Szenen auswählen. Bei Do It Yourself kann man jetzt noch was ganz anderes machen. Hier kann man eine eigene Szene sozusagen festlegen. Ich mache hier oben geht auf Plus hier oben. Dann nenne ich die mal Goovy selbst. Gut, mache ich dir vor, Icon wähle ich jetzt das einfach mal aus. Und so könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte hier rot haben. Dann wähle ich eine andere Farbe aus, blau.
Die drei Segmente sollen blau werden. Schauen wir uns das schon mal an. Man sieht, es kommt Graffiti-Funktion. Das heißt, ja, der Leuchtstreifen funktioniert jetzt von links nach rechts durch und dann der blaue Bereich leuchtet immer so ein bisschen mit. Dann wähle ich hier nochmal grün aus zwischen den Bereichen. Blau hatten wir schon. Na, gehen wir nochmal in den Rotbereich rüber oder in den lila Bereich. Die drei oder vier sollen noch so aussehen. Mache ich nochmal anwenden. Da sieht man, dass die Bereiche halt komplett durchgeschaltet werden. Pinken Uhrzeigersinn könnte ich jetzt noch auswählen. Zyklus. Muss natürlich mal auf Anwenden drücken, dann passiert es auch erst. Geschwindigkeit nochmal hochdrehen. Und so kann man halt ganz gemütlich eine eigene Szene festlegen, die ich jetzt speichere. So, und jetzt ist sie auch hier vorne gespeichert. Ich sage dann noch, wie ich das vorne hinzufügen kann. Und so ist es, dann müsste es eigentlich vorne schon verfügbar sein. Jetzt sieht man es auch hier vorne, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Farbe auswählen und schalte alle mal auf lila, gehe zurück und wähle jetzt meine eigene Szene aus. Sieht man, dass sie dann direkt ausgewählt wird. Das könnt ihr natürlich auch Amazon Alexa nutzen. Alexa, schalte Guvi Neon auf blau. Alexa, schalte Guvi Neon auf Rot. Okay. Probieren wir mal, ob das geht. Alexa, starte die Szene Guvi selbst. Darauf habe ich leider keine Antwort. Und das funktioniert noch nicht. Also eigene Szenen kann man noch nicht schalten. Aber so kann man jetzt, wie gesagt, die verschiedenen Farben ganz einfach durchschalten, was schon richtig cool ist. Ja, und das soll jetzt erstmal der Einblick auf die Guvi-App sein. Wie gesagt, die Funktionen sind wirklich vielfältig. Ihr könnt verschiedene Funktionen nutzen, fertige Szenen. Je nachdem, was ihr für Licht haben wollt, könnt ihr es wirklich individuell anpassen. Und das macht die App halt so machtvoll, dass man halt wirklich alles selbst einstellen kann. Falls ihr Fragen zum Guvi Neon Lightstrip habt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Ich versuche euch das dann natürlich zu beantworten. Falls euch das Video gefallen hat, checkt auf jeden Fall die Infobox ab und lasst auch gerne einen Kommentar da. Abonniert den Kanal. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Video. Ich bin gespannt, was es dort als nächstes geben wird. Ich denke mal, Malte wird euch dort die IKEA Modularsteckdose vorstellen. Und das soll es zum Guvi Lightstrip sein. Dann macht's gut und bis zum nächsten Video.